Hey und willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play The Sims 4 Dschungelabenteuer Staffel 3 meiner Let's Play Reihe. Und wir sind in Folge 100. So krass, oder, Rosie? Hallo. Dir geht's gar nicht gut, ne? Du brauchst was zum Saufen, ja? Und die Bäumchen sind noch nicht fertig. Wir machen heute eine fette Party. Ich hoffe, alle kommen. Ja, da ist noch nichts hier. Ja, dann müssen wir noch warten. Verdammt. Da gibt's doch nicht hier. Ja. Ja, dann müssen wir was bestellen. Zum Glück gibt es ja das Internet. Schon mal gehört, oder? Ja. Da können wir was bestellen. Die wischt hier noch den Zauber weg. Wieso ist da Scheiß hier auf dem Boden? Wir müssen jetzt mal gucken. Wir gucken mal. Bestellung. Können wir sowas bestellen überhaupt? Ich hoffe doch, oder? Wir müssen Samen kaufen. Und zwar... Nee, das ist falsch. Das ist ja doof. Das muss doch gehen jetzt. Hallo? 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 Wir müssen doch bestellen. Bestellung. Knoblauchsamen. Wieso gibt's kein... Ach nö, jetzt ernsthaft? Wieso gibt's kein... Nee, echt jetzt mal? Gemüse, Katzenminze, Kräuter, Früchte und Blumen. Ist aber blöd. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Rosie, was machen wir denn jetzt? Komm, räum mal hier auf. Die hat voll Durst hier noch. Wir müssen uns ein Opfer suchen. Gibt es da irgendwelche Opfer? Komm, wir schnappen uns gleich das nächstbeste Opfer. Hi. Ist das ein Date von Marvin Klee, ne? Das ist so ein automatisch generiertes Sim, der heißt wie unser Marvin hier. Ja, und da lachen nicht so. Viele Maus hier hinfliegen. Rosie kommt jetzt. Dich holen. Rosie, komm dich holen. Hi. Vampir, Plasma trinken, ausgiebigen Trank nötigen. Hi, ich bin Geist. Und ich bin Vampir. Ein Stück grün in die Fresse. Und ausgesaugt. Ja, unser Durst muss gestillt werden. I'm sorry. Und die kommt jetzt mit ihrer Holzgitarre so. Hi. Und die denken sich so, hey, was machen die da? Und hier, ein Geistchen. Oh, ein Vampir. Ah, ja, gut, okay, dann geht's. Guck lieber zu mir her, hier, meine Gitarre. Rosie. War nicht so lang. Was ist das für ein Bild hier? Oh Mann. Ja. Was ist das, du? Rosie geht's gut hier, ne? Die kleine Maus ist noch im Bett und der Blue hat sich auch noch nicht blicken lassen, die alte Sauge hier. Komm mal raus hier. Wir müssen jetzt mal ein gesellschaftliches Ereignis planen, ne? Ja, das machen wir. So. Ja, der ist weg. Hallo, ich hätte gerne ein Raumschiff gemietet. Gibt's nicht. Sie haben diese Auswahlmöglichkeiten. Okay, wir machen eine Virtual Party. Ne, echt jetzt mal. Wir machen ein Gala-Abendessen. Oder ist das blöd? Es gibt eine Hausparty, machen wir. So. Gastgeber ist natürlich unsere Rosie. Komm, die Gäste. Dann müssen wir jetzt die Family einladen. Gut, die Weile ist eh schon da. So, die Lila, der Jonas, die Luna. Wo ist die Sina und der Felix? Hallo? Das geht ja mal gar nicht. Hast du die vergessen, als du tot warst oder was? Dann müssen wir die so anrufen. Entertainer, Mixer. Mixer machen wir mal. Mixer in den Mixer. Caterer auch. Weil das eigentlich auch Warren machen kann, ne? Warren macht das. Der ist Koch hier, perfekt. Mixer haben wir, genau, haben wir engagiert. Okay, dann machen wir das natürlich hier im Brick Penthouse. Letztes Mal habe ich gesagt, ey, es gibt 100 Folgen Party, kommen mal alle hin hier. Aber was ist jetzt mit Sina? Das ist ja doof, Mensch. Ich glaube es ja kaum. Komm mal hier hin, Fledermaus hier hinfliegen, vor den Gästen. Du kannst trotzdem mal probieren, was zu Frühstück servieren. Wir sind ja nachts hier um 4, da kommt bestimmt keine Sau. Es gibt Pancakes. Hat das nichts essen? Was? Kannst du nicht ran, oder was? Komm, du musst gehen jetzt. Frühstück servieren. Ah, der Warren kann das. Guck mal, der Warren macht das schon. Sehr gut. Setz mal die Kleine hier ab. Du kannst ihr ein Getränk geben, und zwar ein Apfelsaft. Ein Zappeldaftschorle. Mhm.
Guck mal, die Night hängt hier noch rum. Ausgeräumt haben sie das Brick Penthouse nicht, als wir tot waren. Oh, du hast ein hübsches Kleidchen an. Sehr schön. Hi, Hannah. Über Sensenmann reden, genau. Erzähl denen mal, was du so gemacht hast. Ja, ja. Du, das war ein Vieh, du. Das hat mich abgeholt hier im Freibad und mir war es plötzlich so heiß und dann weg war ich. Die Leute waren voll traurig. Ja, dann war ich weg und dann kam das Ding und der hat seine Schickel genommen und mich einfach mitgenommen. Du, das glaubst du nicht. Jetzt stehe ich da vor dir, ne? Das war schon geil. Jetzt bin ich aber wieder hier. Jetzt kommt er nicht mehr, hoffentlich, ja? Ja. So. Begrüß dich mal fürs Kommen danken. Fürs Kommen danken. Wir müssen damit allen Kontakt knüpfen. Wieso habt ihr immer eure Halloween-Outfits an, Leutchen? Wirklich mal. Kinderbetreuung, Outfit ändern, lila hier Standard-Outfit. Und Yannick, du bitte auch. Hier, das gibt's ja mal gar nicht. So, du ziehst dir dein Opa-Outfit an. Jonas ist in Ordnung. Honka, yips, yips. Ja, Lula geht's gut hier. Na denn, da ist sie doch auch. Die mal im Ballkleid, ne? Ist auch so geil. Oh, das stinkt was. Was stinkt denn hier? Ist das Getränk? Packen wir das mal hier rüber. Können wir das auch in die Spüle tun? Yay. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal. Kommt die kleine Maus hier raus? Hallo. Schläfst du noch? Ja, klar. Und Nightkatze schläft auch. Die verpennt die 100. Folge, Leute. Echt mal. Bro, sie, du musst dich ein bisschen anstrengen. Wir sind heute allein. Wir sind auch im Weihnachtsoutfit. Die wählen immer irgendein Outfit aus. So schlimm. Das hier ist gut. 100 Folgen hier. Guck mal, wenn man sich schick machen. Ja, Svea. Svea. Kommen, danke. Erziehungstipps geben. Speisen essen. Oh, die essen schon jetzt Popcorn. Mal zum Essen rufen. Geht das nicht? Zusammen ein Gericht nehmen, das ist doch gut. Genau. Witze erzählen. Oh, dancen müssen wir auch. Ah, der Nico ist auch da. Unser Porno-Darsteller. Sorry, aber das ist so krass. Ich finde das so witzig einfach. Ach, Mann. Naja, gut. Euer Vote zählt. Ist euer Let's Play interaktiv. Ihr entscheidet, wie es weitergehen soll. Aber ich finde Nico cool. Wieso ist da eine Flasche auf dem Tisch? Sorry, es ist halt so. Ist halt Deko bei Daniel. Kannst du trotzdem hinmachen? Guck mal da. Klappt doch alles. Klappt doch alles hier, ne? Hol doch mal ein Popcorn hier. So, Kuchen essen. Wir haben gar keinen Kuchen. Warren, mach mal einen Kuchen. Wir müssen kochen, Kuchen kochen. Wir machen Hamburger Kuchen. Hier ist jetzt Pieseln. Nee, du gehst kotzen. Oh, scheiße, das ist... Oh, nee, das ist gegessen. Dürfen wir ja nicht, dann wird sie schlecht. Ich dachte schon, ist sie schon wieder schwanger hier. Ja, wie geil. Ah, echt mal krass, oder? 100 Folgen, jetzt schon wieder Dschungelabenteuer. Es wird Zeit für ein neues Pack. Oh, und die Layla Luna aus dem Alien House, die ist hier Barkeeperin. Ja, der Blue, ne, dein Bruder, der ist immer noch hier tot hier. Mm, der könnt sich auch mal blicken lassen hier, bitte. Das ist er gar nicht, das ist er, nee. Doch, ist er hier. Das müsste sein hier, oder? Genau, Blue Goldkleb. So. Ja, es ist, ja, er kommt nur nachts, glaube ich. Auch nicht jeden Tag. Wir müssen noch dancen, Leute. Einschalten. Mach mal hier Grusel. So, und jetzt bitte zusammen tanzen. Geht es nicht? Muss doch gehen jetzt. Komm. Labert ihr so lang? Komm, das reicht schon. Das reicht mal erstmal. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Come on. Rosie. Lass mal die Alien-Tussi da. Die ist jetzt auch mal egal. Kann man irgendjemanden zum Tanzen schicken? Violet tanzen beibringen, ist auch cool. Rosie backt einen Kuchen. Rosie backt einen Kuchen. Gibt's noch keinen Kuchen? Ja, Warren macht das gut, ne? Der macht das richtig gut. Da gibt's hier schon einiges jetzt wieder.
Ausgezeichnet, Caesar Salad. Was haben wir noch? Spinatfrittata, normal. Normal. Ist das nicht normal hier? Also mit der Gruselmusik, ja. Stört mich nicht daran, dass ich einfach so reinplatze. Wir sind doch gute Freunde. Ich bin der beste Nachbar weit und breit. Keine Ahnung, warum die anderen nichts mit mir zu tun haben wollen. Kein Problem, Nico, wir kennen dich, glaube ich, noch nix. Noch nix kennen hier. Doch, wir kennen uns ja von deiner Geburtstagsparty, als wir gestorben sind. Dann hast du Grünsocken. Ah. Ja, Nico, unser neuer Mode-Fauxpas. Nach dem Yannick. Brauchen wir ja bald einen neuen auch. Oh, Rosie, was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Was machst du da? Kuchen backen? Was ist das jetzt hier? Wieso ist da die Schüssel da drin? Ich glaub's ja nicht. Jetzt ist der Ofen drin. Der Kuchen drin. Jetzt ist der Ofen drin. Der Ofen in der Ofen hier. Ja, aber du musst noch Witze erzählen hier. Guck mal. Witze erzählen. Was kommt dann? Lustig. Klopf-Klopf-Witz. Lustig. Schmutzigen Witz. Ja. Schmutzig. Oh, genau. Nimm die Abkürzung. Sehr gut. Und die tanzen hier schon wieder hier synchron hier. Wow. Leute. Seit der Party-Pyramide-Folge. Ja, ja. Zu Silvester habt ihr es drauf, ne? Da war ja noch Kinder hier, hallo. So, das haben wir auch geschafft. Erzähl noch ein paar Witze. Witze, Witze. Ein paar Witze erzählen. Gleichzeitig glücklich sein lassen. Was? Die sind nicht alle glücklich? Come on, das muss auch zählen, wenn man verspielt ist. Das kann doch nicht sein. Ich hab Mami. Jemand hat schon Kuchen gegessen. Wo ist er denn, der Kuchen? Wo ist er jetzt? Wo ist denn der Kuchen jetzt? Wer hat den Kuchen geklaut? Hallo? Öffnen. Da muss doch da total. Nee, das ist ja nicht. Das ist ein Bali. Da ist ein Kuchen. Da muss man hier mal. Dann hier mal rausstellen oder so. Wieso geht das nicht? Verdammte Axt. Stück nehmen. Nimm mal ein Stück Kuchen. Da musst du das mampfen, wenn die alle nicht mampfen hier. Oh, nur Witze erzählen. Komm mal, bitte. Wieso geht das jetzt nicht? Lustig. Polizistenwitz. Schnell, schnapp den Kuchen, dann den Witz. Boah, die Party ist ja gleich wieder vorbei, das gibt's doch nicht. Schnell, Rosie, schnell. Witz erzählen. Wie macht ein Polizist, wenn er eine Karte reinstreckt? Klack, klack. Ja, witzig wohl. Hey, Kuchen essen, schnell, Torte essen. Gleichzeitig kokett sein. Ach, kokett sind sie alle, ja. Also mit dem Kuchen zählt jetzt nicht mehr. Gut, Gold schaffen wir wahrscheinlich trotzdem auch nicht. Schade. Naja, Silber ist in Ordnung. Silber ist in Ordnung. Oder zählt das noch mit dem Kuchen? Nee, ich glaube nicht. Nein, nicht, keine üble Party. Nicht übel, so, nein. Nicht so übel. Und wie läuft's mit den Cupcakes? Ist das eigentlich ein Mode oder ein Ball? Gibt's bald ein University Pack? Rosie, weißt du schon wieder was? Die ist kotzübel, ich weiß vom Kuchen, aber wir haben es gemacht für die Party. Grusel. Creepy, creepy. Haben wir eigentlich noch unsere Haushälterin? Ich glaube nicht, ne? Das ist aber schlecht. Rosie, ruf mal die Haushälterin an. Wir brauchen einen Service engagieren. Ja, wir holen uns einen Butler. Genau. Rosie und der Butler. So. Und ja, der bekommt dann da oben sein Zimmer, würde ich sagen. Das schmeißen wir raus. Kann man das irgendwie... Wo ist die Luna? Ist die noch da? Kann man das ihr irgendwie in den Arsch schieben? Nee, ne, sind schon alle wieder weg. Boah, die Geier. Hallo, wir spielen hier 100 Folgen. Und was macht ihr? Sina war nicht mal dabei. Naja, das seid ihr halt, ne? Er wird schon bald dabei sein. Ja, ja, da müssen wir jetzt aber gucken. Oh, das ist auch ein geiles Bild, guck mal. Eine Matrix-Katze hier. Guck mal an hier. Ding, 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 ding. Wow, Night. Da müssen wir gleich mal ein Screenie machen.
Okay, also wir räumen das Zimmer hier oben aus. Ich würde mal sagen, dass wir uns das mit der Kohle verdient haben und dann das ganz gut machen können. Oder ja, das können wir alles verkaufen. Das haben die ja uns hinterlassen hier. Den Dschungel mitgebracht. Ja, wir müssen echt mal wieder gehen in den Dschungel. Auch noch eine gefälschte Dingens hier. Die Bilder lassen wir natürlich dran. Ne? Von der Red und dem Blue und dem Justin. Und der Blue war auch mal ein Skelett. Oh, das waren so coole Folgen. So, die teuren, die werden hier auch verkauft. Das verkaufen wir jetzt einfach. Und die Dinger, die Kästen, die bringen am meisten. Echt jetzt 10.000? Na gut, okay. Und das Krams hier, und das ist, glaube ich, auch viel. Das haben wir geklaut im Museum. 800. Wir haben den Sockel im Museum geklaut. Das Sockel bringt mehr als hier das Gemälde und so das Zeug. Machen wir hier nämlich das Butlerzimmer rein. Dann ist der hier in der Mitte. Und das Ding, das können wir nochmal lassen. Was haben wir? 47.000, Leute. Krasser Scheiß, oder? Krasser Scheiß. Dann richten wir uns jetzt hier ein Butlerzimmer ein. Das haben wir uns verdient nach 100 Folgen, oder? Ja. Der Butler. Der Butler, der kriegt so ein Schwarz-Weiß-Zimmer. So ein richtig typisches Butler-Loft-Zimmer. Da so ein bisschen edler irgendwie. Ein bisschen Vintage-Glamour-mäßig, aber modern. Und ja, irgendwie so. Das finde ich ganz cool. Dann haben wir so Schränkchen da dazu. Das machen wir jetzt einfach. Kriegen wir so Schränkchen, kriegt er hier, wenn er mal eine Freundin mitbringt. Der Butler und die Freundin. Und dann machen wir hier so Lamps dahin für den, so ein paar. Und dann kriegt er noch so ein... Ah, die Fotos, die kommen natürlich raus. Die nicht, dass der die irgendwie wegschmeißt oder so. Ja, genau. Ja, Personal ist immer... Oder Butlerin ist vielleicht auch. Wissen wir ja noch nicht. So. Ja, was braucht denn der noch? Ein Spiegel, oder? Was braucht denn der noch? Ich glaube, der braucht nur ein Bett, das wir dem zuweisen müssen. Aber der soll sich hier schon schick machen können auch. Er kriegt hier einen Spiegel da in die Mitte. Und die Kommode hat er ja schon. Vorhänge haben wir auch. Dann kriegt er noch so ein paar Pflänzchen. Komm, der kriegt so eine olle Pflanze da. Nee, die ist hässlich. Der hat so einen kleinen Garten hier mit so Bäumchen. Oh ja, der gießt uns ja auch die Bäumchen dann, glaube ich. Ne? Da macht er alles hier. Da macht er echt alles. Der Typsi. Ja, das reicht erstmal. Und so ein Bild, damit es ihm nicht so langweilig ist. Ja, ach, come on, ist doch egal. So, können wir das zuweisen? Ne, können wir noch nicht. Doch, hier Butler zuweisen. Bett dem Butler zuweisen. Ah, der Masato Meda. Sag ich das richtig? Masato Meda. Wir nennen ihn einfach Butler. Wir können jetzt so Sachen dem anweisen. Spülmaschine beladen. Nee, das müssen wir selber machen. Wenn wir das denn finden. Nee, das ist noch gar nicht da, oder was? Tranchen. Ist der schon da, der Butler? Ich glaube noch nicht, ne? Ich weiß es nicht. Wir müssen gucken, dass Blue zurückkommt. Mensch. So, Bett zuweisen und dann Farbe in die automatische Lichter, alle Lichter. So. Und die kleine Maus sitzt hier in die Sonne hier. Sehr schön. Tag verschönern. Du räumst schon selber auf. Das heißt ja nicht aufräumen, Rosie. Das ist okay. It's okay. It's alright. Wow, wir gehen mal zu Hannas Cupcake-Bäckerei. Was sagst du denn dazu? Oh, du stinkst, kleine Maus. Schaumbad baden. Oder bist du gar nicht? Doch, das ist schmutzig. Wir müssen nicht baden. Baden, baden. Ja, wie so ein kleiner Dinosaurier. Der ist auch bestimmt schmutzig wie Sau. Ach, wie cool. Ich habe mich gefreut. Aber schade, dass Sina nicht dabei war. Ist immer so komisch. Die Sims vergessen sich irgendwie immer. Ist das der Butler? Nee, ist der Nico Fuchs. Fremden reden. Oh ja, mach mal mit Fremden reden. Ich glaube, die Mami bringt dich jetzt baden. Hindurchgehen. Yay, so ein bisschen Geister-Gameplay hat wir noch nie, ne? So, guck mal, der Fremde kommt schon. Ah, sie sind also der Fremde. Ja, Hala.
Komm, nochmal. Wie geil. Dem gefällt's auch noch. Ach, wie cool. Ihr werdet best friends. Jüpfer, hallo Fremder. Ich bin die kleine Violet. Ja. Bist du Lokomotivführer oder wieso bist du so schwarz angezogen von den Kohlen oder was? Nein, das ist der Nico. Der zieht sich halt gern so an. Ah, na gut, okay. Komm, wir gehen baden. Ab mit euch. Ab mit euch ins Bad. Ja, wir wollen ja nicht schmutzig sein nach der 100. Folge. Ich hoffe immer noch, dass Blue rauskommt. Immer diese blöde Gruselmusik. Aber was willst du tun, ne? Ja, wir bräuchten da unten vielleicht noch eine Badewanne. Wie wär's? Ja, ja. Wo ist denn jetzt unser Butler? Wann kommt denn der? Ich hab's jetzt gar nicht gelesen. Wird bald bei dir einziehen. Er wird im Laufe des Tages bei dir vorbeikommen. Aber was ist denn das für eine ungenaue Ding hier? Der kostet einen Haufen Geld hier. Bitte weise ihm bei seiner Ankunft ein Bett zu, in dem er schlafen kann. Wenn du deinen Butler eine Privatunterkunft zur Verfügung stellen möchtest, kannst du den Bereich mit Türschlössern abtrennen. Okay. Man wird hier Tür abschließen für jeden außer Butler. Nee, das ist eigentlich, oder? Geht das? Ist das das? Ja, das ist ein Privatbereich. Genau. So, jetzt wird hier gebadet. Guck mal an. Haben Geister keine Schatten? Der Schwamm hat einen Schatten. Habt ihr das gesehen gerade eben? Ist voll cool. Der Schwamm hat einen Schatten, aber die Rosie nicht. Na gut, die ist ja auch transparent, ne? Ja. Komm, raus mit dir. Mach die Mama nicht nass. Ja, echt keinen Schatten. Cool. Jetzt hast du kein Spiegelbild und kein Schatten, Rose. Langsam wird sie ja auch immer noch kotzen wegen dem Kuchen, oder? Triumph des Gastgebers. Ah ja, okay. Okidoki. So. Die Kleine krapselt hier allein schon wieder runter hier. Manometer. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir da noch mal ein bisschen was beibringen. Und zwar, ich würde mal sagen, mit dem Klöschen-Popöschen hier, ne? So, das machst du mal, Rosie. Was ist das schön hier, diese Sonne. Wunderschön hier noch nachmittags. Komm, do it. Nicht rumchillen. Du kannst auch rumchillen, wenn der Blue dann wieder da ist. Der hilft dir dann. Ja, der dauert noch ein bisschen. Der hat noch keinen Bock. Naja. Vielleicht müssen wir die Kleine vor die Urne stellen, dass die Kleine dann irgendwie so schreit, Papa, komm raus. Das wäre doch geil. Hallo, komm, wir gehen Töpfchen machen. Töpfchen gehen. Oh, du schon wieder Durst, Rosie. Wir müssen hier mal bald gucken, dass das hier klappt. Müssen wir alles bewässern dann danach. Mach das danach mal. Ja. Ah, da ist der Butler. Hi. Guten Tag, guten Tag. Freundlich vorstellen. Dank deiner tollen Erziehung von Yannick und Jonas bist du emotionale Kontrolle und gute Manieren. Hier, Wahnsinn. Ja. Stell dich nicht daran, dass ich einfach so reinplatze. Nö, kein Problem. Töpfchenfähigkeit erworben. Yay. Mehr Auswahl und zwar Butler und dann Verantwortlichkeiten. Gärtnern macht der, aufräumen, Objektreparatur, Kinderbetreuung, das ist sehr gut. Du sollst mal Pflanzen gießen. Wir gießen nicht. Wir sind zu faul. So, Töpfchen. Oh, dann können wir jetzt eigentlich noch mehr von den Dingern da machen. Weil wir haben auch, glaube ich, keine Samen mehr, ne? Dann können wir mehr von den Dingern machen, dann haben wir ja immer Vorrat. Immer Vorrat haben wir dann. So, machen wir da noch mal ein paar mehr, oder? Muss doch gehen, der Platz muss hier noch. Muss ja doch klappen mit dem Platz. Wir gehen eh nicht so oft hoch. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man da hochgeht. Ja, wir gucken, wenn wir Samen haben, dann pflanzen wir die ein. So, jetzt machst du das noch mit dem Butler, bitte. Lass die mal noch allein ein bisschen Pupu machen. Die gucken noch rein, ob was rausflutscht. So, und Rosie. Liebe Herr Butler, willkommen hier im Haus Roseclay. Sie können bitte oben den Garten hier pflegen. Ja, klum, klum, klum. Hopp, hopp.
Weil die Rosie, die muss was, die Mama muss was trinken, ja. Ah, also kann ich an die Sonne gehen? Ja, doch, kann ich eigentlich schon, aber ich bin zu faul, ja. Ich habe nämlich die Vampirfähigkeitenpunkte und ich kann in die Sonne gehen, wirklich wahr. Und sind ja auch ein Geist. Warte, sie ist dann unten im McDonald's, ist der gut? Oder auf dem Baseballfeld? Das gibt's nicht, Butler. Oh, das stinkt irgendwas. Boah, den Hunger, glaube ich, ne? Das heißt, können Sie mal bitte arbeiten und nicht irgendwie hier essen? Ich glaube, Sie haben da was verwirbelt hier in Ihrem Kopf. Ja, Sitzköpfe hier auch noch. Eieiei. Können wir da bitte irgendwie nochmal sagen, dass wir sagen, Butler, Aufgabe erteilen, Pflanzen gießen? Liebe Butler, ja, wir sind zwar erst hier eingezogen, aber eigentlich wohnen wir schon länger hier. Kling, kling, kling. Dass du dich mit Violet klären kannst, ist ziemlich cool. Ja, das ist unsere Tochter, du Honk. Nein. Blue, komm raus. Schick dir eine SMS hier, ich glaub's nicht. Frechheit. Frechheit, Frechheit, Frechheit. Und Warren kommt auch schon wieder, ich sehe dich schon hier. Mit dem knacksigen... Aber der muss jetzt auch rauskommen, Blue. Wieso hast du nicht angerufen, gesagt, komm, lass uns irgendwo treffen. Hallo Nachbar, ich langweile mich. Hast du Lust, ein bisschen abzuhängen? Ja, ihr Rentner immer, ne? Ist mir schon klar. Bitten abzuhängen. Warren hereinbitten. Hey, ich habe gehört, dass sie mit Yannick Braun angefreundet ist. Das ist ziemlich cool. Ach Leute, jetzt ernsthaft. Wirklich mal. Das ist der Adoptivvater von Rosie. Irgendwie seid ihr ein bisschen dämlich. Hallo Warren. 100. Folge, heute geht's ein bisschen länger. Ach ja, da noch die Red und der Justin. So, guck mal die kleine Maus an, Warren. Ja, wow, schön eingerichtet. Danke, Warren. Komm, wir machen nochmal Klo, Pipi-Kaka hier. Gießt der jetzt meine Pflanzen? Muss man den jetzt kontrollieren? Wenn ich den kontrollieren muss, kann ich das gleich selber machen. Hat er das jetzt gemacht? Wow, hier voll Müll hier alles. Man, was ist das für ein billiger Teppich? Ja, sorry. Hier fehlen ein paar Trommeln. Gibt's nicht im Baumodus. Ja. Hast du jetzt gegossen hier den Scheiß? Hast du gegossen? War immerhin. Na, hallo. Hallo. Sehr schön. So muss das sein. So. Oh, und der Mülleimer ist voll. Den müssen wir auch mal leeren. Uiuiui, hier krummelt's. So nice. It's so nice of you. Pipi, Bubu hier. Ach, wie toll. Ja, ist wie Knete, ne? Es läuft einfach raus, wenn man ein bisschen drückt. Super, Daumen nach oben hier. Ihr auch, oder? Daumen nach oben. Dankeschön. Oh. Ja, hat wieder was rausgeknubbelt. Stinky Knete. Das ist ein Klo. Bald kommst du auf das große Klo, wenn du groß wirst. Dann bist du eigentlich groß. Du bist immer noch 4 Tage. Hat das Alter dann doch mitgezählt? Aber ich glaube nicht, die Merkmale sind wieder weg. Ne, die Charakterwerte. So. Jubel, jubel. Ihr packt das auch zu zweit, ne? Ihr braucht den Blue gar nicht. Ja, der Warren, der Dancer. Wir wollen mal wissen, wie lange du uns noch halten bleibst. Ihr seid jetzt auch Best Friends, ne? Da kommt voll oft vorbei, seit ihr euch gut versteht, seit Rose nicht mehr zischt. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Dann kommen die auch öfter vorbei. Und... Ach, da ist der Kuchen. Ja, super toll. Auch gleich sagen können. Echt mal. Ruf mal alle zum Essen, aber selber bitte kein Stück nehmen. So, wir liegen ja angeln gehen. Das machen wir aber nicht hier in der Family. Irgendwie gibt es keinen Sinn bei uns in der Family, der angelt. Stimmt, Rose, ne? Hast du recht? Hast du recht? Ma, hallo. Unsere Nightkatze, die ist einfach die coolste, oder? Hast du jetzt wieder entdeckt? Du bist immer noch krank. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Fütter die mal. Mima. Du willst wieder Klötzchen spielen? Du willst McDonald's? Machen wir mal Kindergeburtstag mit mir. Ja, wir machen Kindergeburtstag mit McDonald's. Wir feiern deinen Geburtstag mit McDonald's. Wenn die Leute das voten. Ja, ja. Wir sind heute in der 100. Folge und wir haben die ganz für uns und keiner lenkt uns ab. Guck mal an, voll cool, oder? Du bist jetzt berühmt, Violet.
Wir vermarkten hier schon die Kinder. Ich finde das so goldig animiert, wirklich. Das ist so toll. Auch die Augen so. Und dann so. Kein Bock mehr. Oh ja, die Sky wird noch Polizistin bald werden. Mhm. Ja, du bist jetzt müde. Und hungrig auch noch. Oh, das ist schlecht. Au, au, au. Das heißt, du musst ja essen, ja. Frag mal die Mami nach Essen. Wir machen es mal andersrum. So, wir sind keine Aliens, wir sind Vampire und Geister. Ich habe gehört, dass du dich mit Violet Leal ernsthaft schickt dir nochmal eine SMS. Du hast zweimal auf Senden gedrückt, du Honk. Ja, SMS von Blue. Das wird der Titel der Folge, oder was? Ach, wie geil. Danke. Was ist denn jetzt los? Ihr müsst jetzt mal hier, hallo. Ruf mal alle zum Essen. Und dann kennenlernen. Das hört sich immer so an. Wir kennen uns überhaupt nicht, ne? So. Erstmal kennenlernen. Wir haben seit den letzten 3 Tagen intensiv miteinander verbracht, aber kennenlernen, ne? Komm alle zum Essen, aber du isst nichts. Sonst kotzt du wieder. Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Wie das Pferd in Schule des Manitou. Sie ist auch Jacqueline, oder? Hallo, du sollst nicht essen. Spinnst ja wohl. Was macht denn der Butler jetzt? Wo ist denn der? Den findet man nie, wenn man ihn braucht. Erstmal die Katze füttern und dann Violet essen geben. Und die kriegt man hier. Schinken-Käse-Sandwich. So. Das ist die Katze, dann das Kind, ne? Sag ich mit Jaden, lässt er sich auch mal wieder blicken hier. Hallo? Der war jetzt echt schon lange nicht mehr da, der Jaden. Ja, ja. Nico ist immer noch da. Das ist so cool. Ich will das nicht essen. Da kriegst du es in den Arsch geschoben. Dann bringen wir dich jetzt ins Bett. Nicht fluchen, ja, hallo? Leviten lesen. Weil du bist sehr hungrig. Als Pflegekind entfernen. Aktuelles Verhalten maßregeln. Streng. Anschreien wegen emotionalen Zusammenbruch. So, Rosie greift hart durch. Dann wird sie echt mal böse, die Violet. So, du sollst es nicht machen, ja, ja. So, liebevoll umarmen. Jetzt lass die kleine Maus mal was essen. Du musst unbedingt jetzt was essen. Papa! Nee, das ist Mama. Und das ist Butler, nicht Papa. Pass auf, ja. Nicht, dass der Blue, ja. Blue kommt zurück. Du sollst nicht so lange wegbleiben. Ja? Was macht ihr jetzt? Ein Stück nehmen. Lass dich nicht von Mama bequatschen. Lass dich nicht von Mama bequatschen. Ess jetzt deinen Kuchen hier oder dein Sandwich, whatever. Iss it. Essen. Setz sie einfach hin und mampf dein Krams. Hallo, Hallöchen, Nachbar. Ich find's echt toll, dass ich bei dir ein- und ausgehen kann. Hast du was zum Essen da? Kann ich rein hier ein bisschen abhängen? Der wird schon von allein hier zum Obdachlosen. Ah, wie cool. Ja, Rosie räumt noch ein bisschen auf. Eigentlich brauchst du das auch nicht tun. Wir müssen gucken, dass du deine Plasmafrüchte kriegst, sonst ist das echt schlecht. Kriegen wir die jetzt noch? Ich hoffe doch. So glitzert der, aber wir können den nicht verbessern, ne? Nein. Na gut. Nächstes Mal geht's weiter im Let's Play. Heute ein bisschen längere Folge, wegen 100 Folgen Special. Ich danke euch fürs Zuschauen mit diesen wunderschönen Einblicken, wie Rosie den Müll rausbringt. Ja, die ist immer noch nicht abgehoben, ne? Das ist immer noch keine Goldklee. Ihr müsst noch heiraten, du und du. Das müssen wir erst einmal wieder zurückkriegen. Ich hoffe, der kommt, lässt sie bald mal blicken. Der Papa hier, ja. Und die Kleine ist auch versorgt. Alles gut. Bald kommst du ins Bett. Sonst bringe ich der Butler ins Bett. Du hast runtergeschmissen. Wir hören uns dann in der nächsten Folge oder natürlich dann jetzt noch bei einem anderen Video eurer Wahl. Falls ihr noch mögt, dann ganz viel Spaß. Bis dann. Ciao.